Hallo, herzlich willkommen. Ich bin der Semtex Wookie und ich zeige euch Gears of War den Charakter Speer für Horde. Mit dem neuen Update kann man auch die ganzen Charaktere auf Karten Level 6 machen. Ich habe jetzt fast alle Charaktere auf Stufe 6. Also ich finde ja persönlich, dass der Speer für mich ist das der beste Charakter, zum die ganzen Wellen zu schaffen, auch wahnsinnig mit einem guten Team ist der Speer eigentlich nicht schlecht. Der kriegt doppelte Punktzahl vom Aufheben und die Münzen und so weiter. Ist jetzt alle Karten hier von mir auf 6. Der hat zum Beispiel Gesundheitsboost, das was er das Maximal was er hat. Dann hat er Gesundheit, wie viel er aushält, wie schnell er sich erholen kann. Sprich, wenn er Schaden nimmt, wie schnell erholt er sich. Und das in Verbindung mit das ist der Waffenschaden. Speer spielt natürlich mit der Schrot, das ist klar, dass der dann maximalen Schaden hat. Wenn man dann die Automatik-Schrot noch aufhebt, ist der fast unzerstörbar. Dann hier wie viel Schuss er pro einmal abdrücken rauslässt, das sind dann 6 oder 7 Schuss. Also einmal abdrücken sind 7 Schuss und Gesundheitsboost, wenn er Schaden nimmt. Das heißt, er hat doppeltes Leben, er hat doppelte Regeneration, doppelten Waffenschaden von der Schrot. In Verbindung mit der Automatik ist das schon brutal. Dann ein Schuss sind 6 Schuss und das in Verbindung mit dem, dass er Schaden aushält, wenn er Schaden macht, ist der unzerstörbar. Probiert das mal aus. Also ich finde den für Horde Gears of War 4, den Speer, fast am besten. Ich wünsche euch viel Spaß. Ciao, euer Wookie.